So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Unboxing und das ist, denke ich mal, die allerletzte Snack World, also Snackbox, Vernasche die Welt, Snack, Snackbox, die letzte Snackbox von Vernasche die Welt, Snack World? Nein, egal, nur Snackbox, Vernasche die Welt, weil Pupsi hat irgendwie so ein Ding gemacht, drei Boxen. Hat er nochmal verlängert, weil sie unbedingt eine Weihnachtsbox wollte. Jetzt weiß ich gar nicht, das ist die allerletzte Box. Es ist jetzt Januar, das ist vielleicht, wenn es rückwirkend ist, die Dezemberbox. Wir machen das jetzt mal auf. Ihr habt da ja eigentlich immer so Süßes aus entweder Asien, aus Amerika oder aus Europa. Jetzt steht es natürlich genau andersrum. Hier Amerika und hier Europa. Mal gucken, ob die letzte Box in diesem Tasting, in diesem Unboxing, meine ich, besteht. Wir haben hier... Welcome to Mexico. Das ist sehr schön, denn wir hatten so komisches, so England dabei und so Zeug. Und wir hatten dann so eine Europa-Spezialbox. Interessiert mich doch alles nicht, aber Mexico, das ist bestimmt das Beste. Habt ihr natürlich wieder hier das Heft Mexico, wo es euch wieder alles über Mexiko sagt, irgendwelche wichtigen Fakten, Hauptstadt, Einwohner, Amtssprache, Währung, typisch Mexiko, Hauptstadt ist Mexico City, Einwohner 128,9 Millionen, Amtssprache Spanisch, Währung mexikanischer Peso, MXN, typisch Mexiko, Tortillas, Tacos, Sombreros, Dia de los Muertos. Sogar in Pokémon Go gibt es ja immer ein Event dazu. Dann habt ihr natürlich noch Fun Facts und Sightseeings, Must-Haves, was es alles so gibt, in Mexiko berühmt ist. Dann haben wir, was in der Box drin ist, angezeigt. Das werden wir uns gleich angucken. Dann das Zutatenverzeichnis. Hinten noch ein kleines Rätsel. Wie viele Zeitzonen hat Mexiko? 3, 4, 5? Aus welcher Pflanze wird Tequila gewonnen? Aus einem Kaktus, aus der Agave, aus einer Palmenfrucht? Welches ist das Nachbarland von Mexiko, Guatemala, Panama, Honduras? Wofür? Das sieht gut aus. Wofür mit FYR und aber Ü-Strichlein drüber? Wofür ist die Stadt Acapulco berühmt? Da steht ja, die haben alle Üs als Ys mit Dings. Für die Maya-Ruinen, für den Spring Break, für seine Klippenspringer. Das denke ich mal, die Klippenspringer. Dann gibt es noch mexikanische Churros, Curos, ein Rezept und Zutaten. Aber wir wollen jetzt ja mal gucken, was ist in der Box. Neben einer Karte noch von Mexiko-Stadt, da ist auch immer eine Postkarte dabei, haben wir hier eine grüne Tüte mit Tronquis Molcajeteado. Das ist irgendwas Brutales, würziger Maisnack. Viva Mexicana, würziger Maisnack mit dem Geschmack von grüner Soße. Sind wir jetzt wieder in Hessen angelangt. Einfach grüne Soße. Was ist denn grüne Soße? Ich dachte, das ist jetzt hier Jalapeno scharf, irgendwas Brutales. Würziger Maisnack, ne? Dann haben wir noch eins, was auch wieder was zu knabbern ist. Crunchy Sabor Queso Cheddar Yuntecte Picante. Das sieht aus wie Ringe, aber mit einer Dreiecksform innen drin. Was ist das? Das ist... Die finde ich gar nicht. Nö. Die stehen nicht da. Das muss wohl so ähnlich dann sein wie irgendwas anderes. Also legen wir die mal hin. Gucken erstmal nach dem Rest. So, die sind da, die sind rechts. Chapetones Queso. Das halt aussieht wie Käse-Chili-Gebäck. Käse-Chili-Stangen. Die stehen hier unten rechts. Krümelmonster aufgepasst. Knuspriger Snack mit Käse und Chili. Ja gut, hätte ich jetzt auch so gesagt, seit 1987, auch immer noch was Knuspriges. Dann habt ihr hier eine Packung von Nestle, Nestle Tricks, auch irgendwie, das sieht aus wie Frühstücksflocken, Kellogg's Frühstücksflocken, nur Nestle halt,
Also Cornflakes, sowas, total bunt. Die stehen auch nicht drauf, doch da oben. Trix Cereal, nur hier ist ein viereckiger Karton abgebildet, hier ist es eine Tüte. Fruchtig, süßes Extra am Morgen. Mach dich gefasst auf dieses tropische Zuckerwatten-Fruchtmüsli. Dann haben wir eine Packung Pringles. Enchilada la Abobada. Mit einem Wrestlingring. Pringles mit einem Wrestlingring, wo da ein. Es sieht aus wie eine Kackwurst drinsteht in einem Ring und da ein brennender Chip drauf liegt. Das ist, die Pringles-Packung wird mir angezeigt, Pringles La Meras, Meras Habaneras. Dieser köstliche Geschmack lässt sich mit einem Jubelschrei vergleichen, wenn deine Lieblingsmannschaft ein Tor schießt. Würzige Kartoffelchips. Die Beschreibung ist auf jeden Fall immer das Beste, dass du genau weißt, was du hast. Dann haben wir von Fini Tubes Pinta Lingua. Irgendwie was Fruchtgummimäßiges. Balla Gel Tubes Pinta Linfini. Fini Tubes mit Himbeergeschmack schmecken nicht nur himmlisch, sondern färben deine Zunge auch noch lustig blau. Viel Spaß beim Naschen. Weg. Dann haben wir hier oben Trakinas Mayo Ameyo Chocolat Sabor am Morgen irgendwas. Also das sind so Schokokekse wohl. Sind ja auch wie einen Riegel angezeigt, sind hier aber lauter kleine Runde. Einfach goldig, knuspriger Keks mit Schokolade und Erdbeerfüllung. Dann haben wir hier noch was von Nestle. Nestle Nescau Duo. Da ist die ganze Verpackung schon verranzt und irgendwie richtig eingeknittert und abgeranzt. Da löst sich schon alles ab. Also das sieht so richtig affig aus. Als wäre das Ding 3000 Jahre alt. Das sind Kekse, Bisque, Cookies, Nescau Duo, ein Traum von Schokolade, Schokokekse mit weißen und dunklen Schokostücken. Dann haben wir hier die Hershey's Cookies and Cream. Sieht sehr waffelig aus. Da steht, sieht auch wieder ein bisschen anders aus, Chocolate Wafer Mais Brango Cookiese. Dieser Waffelkeks mit weißer Hershey's Schokolade und Keksen zergeht zart schmelzend auf der Zunge. Und dann haben wir eine Dose Jarritos Ay Que Bueno Son. Sieht aus wie Ananas, ist das, glaube ich. Jarritos, habt ihr hier eine Dose abgebildet, hier ist eine Flasche abgebildet. Jarritos Pina. Dieses erfrischende Getränk schmeckt wie ein zartes Ananas-Bonbon mit einem Hauch von Zitrone. Passt perfekt zu salzigen Snacks, Burgern und Pizza. Jetzt weiß ich immer noch nicht, was das hier ist. Aber wir haben das gehabt, das haben wir gehabt, das haben wir gehabt, das und das auch. Das und das haben wir auch. Dieses eine hier haben wir nicht gehabt. Dann müsste das eigentlich das sein, aber es sieht halt anders aus. Hier steht also Crunch It, Chili-Käse, Cracker vielleicht irgendwas. Jetzt habe ich Cracker gesagt, dabei steht hier Cracker. Und hier steht Cheese It, Snapped Double Cheese Crackers, der perfekte Snack für unterwegs. Cracker mit doppeltem Käsegeschmack. Hier steht Cheese It, hier steht Crunch It. Cheese It Snapped, was halt so richtig dünn ist. So richtig dünn, chipsartig, keksartig, wie auch immer. Und hier habt ihr halt so runde Mais-Snack-Bällchen, Sachen mit einem Loch in der Mitte. So, das heißt, das ist nicht dabei, aber sowas ähnliches. Adi macht sich schon wieder am Karton zu schaffen. Adi, Schatz, alles Gute! Du machst jetzt aber nicht in den Karton rein, oder? Musst du mal aufs Klo? Soll ich den mal da rausnehmen? Der ist aus Versehen reingefallen. Du kannst dich gerne setzen. Brauchst du noch eine Mexiko-Stadtkarte? Da hast du noch was zu lesen, während du auf der Toilette bist. So. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Ist ja ganz spannend, aber
Ich hätte mir das nicht geholt. Pupsi hat sich jetzt 6 Mal geholt. Jetzt reicht's aber auch. Wir brauchen das nicht mehr. Wir können auch hier was zu snacken kaufen, wenn wir was wollen. Also nicht immer so komisches Zeug, obwohl vieles davon vielleicht ganz nett ist. Jetzt muss ich gucken, ob ich noch die ganzen Süßigkeiten habe aus die ganzen 6 Boxen. Dann kann man vielleicht so ein Best-of-Tasting machen, um zu schauen, was davon jetzt gut schmeckt und was nicht. So, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Adi, Schatz. Alles Gute.